schön, dass ihr wieder bei mir vorbeischaut. Heute möchte ich mit euch einen schwäbischen Zwiebelkuchen machen. Draußen ist es schon schmuddelig, es regnet, es ist kalt, es ist ungemütlich. Und was passt da besser dazu, zu dem Herbst, als ein Zwiebelkuchen? Wir legen jetzt auch gleich los. Wir bereiten als erstes unseren Hefeteig zu. Dafür benötigen wir 120 Gramm Milch. 10 Gramm frische Hefe, 100 Futter für die Hefe eine Prise Zucker, also wirklich nicht viel. So seht ihr, so ein bisschen Krümerle. Diese Zutaten lassen wir jetzt 2 Minuten auf 37 Grad Stufe 1 erwärmen. Also 2 Minuten, 37 Grad Stufe 1. Unsere Zutaten sind jetzt erwärmt. Als nächstes fügen wir 250 Gramm Weizenmehl Typ 550 dazu. Einen halben Teelöffel Salz und 50 Gramm Butter. Zutaten werden jetzt 3 Minuten auf der Teignetzstufe zu einem schönen Teig verarbeitet. Also 3 Minuten Teigstufe und weiter. Unser Teig ist jetzt fertig geknetet. Ich zeige euch. So sieht er jetzt aus. Der wird jetzt umgefüllt. Mein Mixtopf. Den werde ich dann nicht spülen. Mein Teig. Der darf jetzt zugedeckt so circa 45 Minuten an einem warmen Ort ruhen. In der Zeit tun wir aber schon unsere Zwiebeln andünsten, weil die müssen ja etwas auskühlen. Ich versorge jetzt meinen Hefeteig und dann sehen wir uns wieder. Mein Hefeteig ist jetzt versorgt. Nun kommen wir zum Belag. Und zwar benötigen wir 800 Gramm Zwiebeln geviertelt. Die geben wir jetzt in den Mixtopf hinein. Den Mixtopf habe ich nicht gespült. Und werde es jetzt mit dem Spatel 5 Sekunden auf Stufe 5 zerkleinern. Also 5 Sekunden, Stufe 5. So sehen jetzt meine Zwiebeln in 5 Sekunden aus. Fügen wir jetzt zu den Zwiebeln 50 Gramm Butter. Und
zum Schwitzen die Zwiebeln 5 Minuten auf 120 Grad, Stufe 1, Linkslauf nicht vergessen, an. Also 5 Minuten, 120 Grad. Wer noch den TM31 hat, einfach auf die Baroma-Stufe tippen. Linkslauf nicht vergessen und Stufe 1. Unsere Zwiebeln sind jetzt angedünstet. Schiebe sie jetzt mit dem Spatel alles nochmal nach unten. So sieht es jetzt aus. Es riecht schon mega lecker nach gedünsteten Zwiebeln. Nun fügen wir 2 Esslöffel Mehl dazu, also ganz normales Weizenmehl. Lassen alles nochmal eine Minute auf 120 Grad. Linkslauf nicht vergessen. Stufe 3 nochmal kurz andünsten. Meinen Hefeteig habe ich nach 45 Minuten noch einmal mit der Hand schön durchgeknetet und in eine 26er Backform schon mit Rand ausgerollt. Aus. Meine Zwiebelchen sind schon ausgekühlt und so teilweise ausgekühlt, noch lauwarm. Und wir legen jetzt mit der Füllung los. Meinen Backofen habe ich auf 170 Grad Ober- und Unterhitze schon vorgeheizt. Mein Mixtopf habe ich nicht gespült, das ist noch von den Zwiebeln. Dann fügen wir in den Mixtopf 4 ganze Eier hinein. Einen Becher saure Sahne. Einen Becher süße Sahne. Einen Teelöffel Kümmel, wer weniger möchte, gibt halt weniger dazu, aber in Zwiebelkuchen gehört Kümmel hinein. 2 Prisen Muskatnuss, Pfeffer nach Geschmack, 1 3/4 Teelöffel Salz. Tun wir jetzt 5 Sekunden auf Stufe 4 kurz durchmischen. Moment, 5 Sekunden. Stufe 4. Nun geben wir so Speckwürfeler dazu. Das sind 125 Gramm, ein Päckchen. Unsere lauwarmen oder ausgekühlten, ihr könnt es auch schön vorbereiten, Zwiebeln. Das wird jetzt alles 20 Sekunden. 20 Sekunden. Na. Linkslauf nicht vergessen. Auf Stufe 2,5 verrührt. Jetzt ist alles verrührt. Ich versuche es euch mal zu zeigen, wie es jetzt aussieht. So sieht es jetzt aus. Duftet schon super, super lecker. Und das geben wir jetzt auf unseren Teig die Füllung.
Auch wenn ihr meint, die Füllung ist jetzt zu flüssig, durch das Ei stoppt das alles natürlich noch nach. Also macht euch da keine Gedanken. Ich kann es euch gar nicht so zeigen. Ja, sonst läuft mir die Masse davon. Nun schiebe ich meine Zwiebelkuchen bei 170 Grad Ober- und Unterhitze circa 50 bis 60 Minuten in den Backofen. Von der zweiten Schiene von unten. Ich werde es jetzt beobachten. Nach 50 Minuten gucke ich mal in meinem Ofen nach, was mein Zwiebelkuchen macht. Und wenn er fertig ist, sehen wir uns wieder. So, ihr Lieben, mein schwäbischer Zwiebelkuchen ist jetzt fertig. Ich habe ihn jetzt genau 65 Minuten im Backofen gelassen. Wie gesagt, ich habe nach 50 Minuten nachgeschaut, fand ihn noch etwas zu hell, habe nach 60 Minuten nachgeschaut, habe gedacht, komm, gib schon noch 5 Minuten Zeit und nach 65 Minuten habe ich ihn dann rausgeholt. Lasst euch nicht irritieren, wenn er nach 60 Minuten schon die Bräune hat, aber noch recht schwabbelig ist, sage ich jetzt einfach mal. Das stoppt einfach nach dem Abkühlen oder sobald man aus dem Backofen holt, stoppt es etwas nach oder stoppt nach. Also es ist dann keine schwabbelige Masse mehr. So sieht jetzt mein schwäbischer Zwiebelkuchen aus. Das ganze Haus duftet schon mega, mega, mega lecker. Ich schneide ihn jetzt mal an, damit ihr seht, wie er auch innen drin ausschaut. Am besten genießt man so einen schwäbischen Zwiebelkuchen noch lauwarm. Aber ich habe ihn schon für Geburtstage gemacht, wo man einfach auch kalt hingestellt hat. Oder ich habe ihn dann kurz noch mal im Backofen aufgebacken. Der schwäbische Zwiebelkuchen jetzt aus. Natürlich der Geschmackstest darf nicht fehlen. Ein Traum. Ich sag's euch. Ich kann den ja kalt und warm und alles mögliche essen. Und jetzt noch so einen leckeren Federweißer noch dazu. Hammer. Super, super, super lecker. Ich liebe ihn. Probiert es einfach nach. Ihr seht, es geht eigentlich ratzfatz. Das Einzige, was wirklich ist, sind die Zwiebeln zu schälen und zu vierteln. Da fließen ein paar Tränchen, aber es lohnt sich. Bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.